Über 20 Millionen Mal wurde die Meta Quest 2 bisher verkauft. Sie ist damit nicht nur die bisher erfolgreichste Virtual Reality Brille überhaupt, sondern auch die erste, die es überhaupt geschafft hat, zumindest mal einen Fuß in den Massenmarkt zu setzen. Mit der Meta Quest 3 will der Hersteller nicht nur an diesen Erfolg anknüpfen, sondern gleich auch noch das Tor zu einem ganz neuen Markt und ganz neuen Anwendungen aufstoßen. Die Quest 3 ist das erste echte Mixed Reality Headset für den Consumermarkt. Mit diesem Gerät will Meta nicht nur den Markt für VR-Gaming im Sturm erobern, sondern auch seine Vision für den Computer der Zukunft präsentieren. Aber was kann die Meta Quest 3 und für wen ist sie gedacht? Vor wenigen Monaten hat Apple mit seiner Ankündigung der Vision Pro richtig aufhorchen lassen. Ein Hybrid aus Virtual Reality und Mixed Reality Brille. Zum Arbeiten, zum Kreativsein, für Unterhaltung und vielleicht auch für Spiele. Technisch vom Feinsten, aber preislich leider jenseits von Gut und Böse, steht die Vision Pro dabei aber eher für eine Vision, wie smarte Geräte in Zukunft, also in einigen Jahren, vielleicht mal aussehen und funktionieren könnten. Und dann könnten die vielleicht auch zu bezahlbaren Preisen massenmarkttauglich sein. Irgendwann in der Zukunft. Oder heute mit der Meta Quest 3. Denn Zufall oder nicht, die Vision hinter diesem Gerät scheint gar nicht so viel anders zu sein. Nur könnt ihr das hier ab sofort für 550 Euro kaufen. Und ja, das ist auch viel Geld. Aber dafür kann sie echt einiges und macht ziemlich viel Spaß. Die Meta Quest 3 ist, genau wie ihre beiden Vorgänger, ein vollautonomes VR-System. Das Teil braucht keinen PC, keine Konsole und auch kein Smartphone für den Betrieb. Alles, was nötig ist, um in virtuelle Welten einzutauchen, steckt hier drin. Herzstück der Quest 3 ist der Snapdragon XR2 Generation 2, ein High-End-Chip, der im 4-Nanometer-Verfahren gefertigt wurde. Meta verspricht doppelt so viel Grafikleistung im Vergleich zur Quest 2. Außerdem gibt es 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 512 GB Datenspeicher, der aber leider nicht erweiterbar ist. Auch die Linsen sind neu. Meta verwendet bei der Quest 3 sogenannte Pancake-Linsen. Dadurch lässt sich der Abstand zwischen Auge und Display verringern und das von anderen Headsets bekannte Ghosting minimieren. Auch die Auflösung der verbauten LCD-Monitore steigt auf 2065x2208 Pixel. Damit besitzt die Quest 3 im Vergleich zu anderen bekannten Headsets wie der PSVR 2 oder der Valve Index das hochauflösendste Display. Es gibt zwar noch Headsets mit höheren Auflösungen, aber die sind schon rein preislich absolut keine Konkurrenz. Ach so, den Abstand der beiden Linsen zueinander könnt ihr übrigens stufenlos über dieses kleine Rädchen hier verstellen. Die Quest 3 verfügt außerdem über 6 Kameras, davon sind 2 seitlich angebracht und 4 zeigen nach vorn, darunter auch 2 RGB-Kameras. Außerdem gibt es noch einen separaten Tiefensensor. Das Tracking klappt damit noch besser als bei der Quest 2 und auch die neuen Controller werden unserer Erfahrung nach noch genauer erkannt, obwohl denen im Vergleich zur Quest 2 sogar der Tracking-Ring fehlt. Und wenn wir schon bei den Controllern sind, die sind wertig verarbeitet, haptisch sehr angenehm und leichter als beim Vorgänger. Im Übrigen kann die Quest 3 auch eure Hände tracken. Das klappt okay, je nachdem, was ihr so macht. Es kann aber die Controller nicht ersetzen, denn dafür ist es einfach zu ungenau. Sound wird übrigens, wie schon beim Vorgänger, über 2 Lautsprecher direkt in den Bügeln ausgegeben. Im Vergleich zur Quest 2 klingen die aber nochmal merklich voller und besser. Alternativ habt ihr nach wie vor einen Kopfhöreranschluss. Der Tragekomfort der Quest 3 ist okay. Theoretisch schon ziemlich gut, auch weil die Brille mit knapp über 500 Gramm nicht so furchtbar schwer ist. Aber das Kopfband, das Meta mitliefert, ist mal wieder Sparvariante 1A. Wie gesagt, man kann die Brille ordentlich damit nutzen, aber im Vergleich zum PlayStation VR 2 ist das eine ziemlich schwache Lösung. Meta verkauft, wie schon bei der Quest 2, ein optionales Eliteband für knapp 80 Euro. Und das ist die Variante, die ihr eigentlich wollt. Wie gesagt, für 80 Euro extra. Es wird aber sicherlich auch günstigere Drittanbieterlösungen geben. Dafür müsst ihr aber wahrscheinlich noch ein bisschen warten.
Wo die Quest 3 auf ganzer Linie überzeugen kann, ist die Bildqualität. Dank der Kombination aus den neuen Pancake-Linsen und dem hochauflösenden Display liefert die Brille ein echt scharfes Bild, auf dem ihr auch kleine Textelemente endlich klar erkennen und lesen könnt. Und dadurch, dass die Linsen leicht gebogen sind, geht an den Rändern auch nicht so viel Schärfe verloren wie bei den meisten anderen VR-Headsets. Das Ganze wäre natürlich nicht so cool, wenn die Quest 3 nicht auch die Grafikpower hätte, um schicke Spiele auf die Linse zu zaubern. Hat sie aber. Meta hat uns zusammen mit dem Testgerät der Quest 3 auch Zugang zu einigen Demo-Anwendungen geschickt und wirklich alles sieht ziemlich fantastisch aus. Einmal wegen der Linsen und des Displays, aber auch, weil hier anscheinend wirklich genug Hardware-Power vorhanden ist, um Sachen auch wirklich gut aussehen zu lassen. Für ein mobiles Gerät total beeindruckend, was dieses kleine Teil hier liefert. Wobei wir aber auch sagen müssen, dass die wirklich fordernden Spiele erst noch kommen. Ob die dann auch so gut laufen, das müssen wir sehen. Der einzige kleine Wermutstropfen ist, dass die Kontraste und insbesondere die Schwarzwerte nicht ganz so gut sind wie bei Brillen, die ein OLED-Display nutzen. Aber das ist keine Überraschung. Eine Frage stellt sich immer, wenn man sich ein neues Gerät kauft, das gerade frisch auf den Markt gekommen ist. Lohnt sich das? Gibt es überhaupt genügend Content? Ja, gibt es. Massig sogar. Der große Vorteil der Quest 3 ist nämlich, dass sie abwärtskompatibel ist. Ihr könnt also schon mal alles nutzen, was auch mit den Vorgängern ging. Und das ist sehr viel. Falls ihr noch nie eine VR-Brille aufhattet und speziell keine Quest, dann werdet ihr überrascht sein, wie viel Content es inzwischen für die Plattform gibt. Und das betrifft nicht nur Spiele, sondern auch Streaming-Apps, kreative Sachen, Fitness-Anwendungen, Produktivitäts-Apps. Ihr könnt, wenn ihr wollt, euren kompletten PC hier drauf spiegeln oder auch Social Media. Ist ja schließlich von der gleichen Firma wie Facebook, Instagram und WhatsApp. Es soll aber auch neue Spiele geben, die speziell für die Hardware-Power der Quest 3 entwickelt wurden. Unter anderem ein neues Assassin's Creed oder Asgard's Wrath 2. Das bekommt ihr kostenlos dazu, wenn ihr euch die Quest 3 bis Ende Januar 2024 kauft. Es erscheint aber erst im Dezember. Viele andere Spiele sollen in den kommenden Wochen und Monaten aber auch ein Grafik-Update für die Quest 3 bekommen. Insgesamt über 100 in diesem Jahr. Und das erste, was verfügbar ist, ist Red Matter 2, das auf der Quest sehr viel besser aussieht als auf dem Vorgänger und qualitativ schon fast an die PC-Version herankommt. Apropos PC, die Quest 3 ist auch wieder kompatibel mit Windows und Steam VR. Das heißt, ihr könnt das Headset wahlweise per Kabel oder sogar kabellos mit eurem Gaming-Rechner koppeln. Und dann habt ihr nicht nur Zugriff auf den PC-Store von Meta, sondern auch auf alles, was es sonst noch an VR-Content für den PC gibt. Und spätestens dann könnt ihr alles aus dem wirklich tollen Display hier rausholen. Ach ja, und wenn ihr aus unserem Kanal noch mehr rausholen wollt, dann abonniert uns doch am besten und drückt auch auf die Glocke. Dann verpasst ihr in Zukunft nämlich keine Videos mehr von uns. Also, als VR-Brille ist die Quest 3 wirklich stark und auch ein deutliches Upgrade zur Quest 2. Aber ich hatte eingangs ja schon gesagt, dass Meta mit dieser Brille noch mehr will. Sie wollen auch gleich noch eine ganz neue Kategorie von Anwendungen ermöglichen. Nämlich Mixed Reality oder auch Augmented Reality, was mehr oder weniger das Gleiche meint. Und Augmented Reality ist eigentlich ein Thema, das generell seit Jahren so ein bisschen vor sich hin dümpelt und für das es vor allem aus Smartphones und Tablets hier und da immer mal wieder Anwendungen gab. Falls sich noch jemand von euch erinnert, vor 6 Jahren gab es mal den Versuch von Apple, das mit seiner ARKit-Plattform auf iPhone und iPad zu verankern. Und dann wurden auf der WWDC auch so ein paar Anwendungen gezeigt, aber nichts hat sich bisher so richtig etabliert. Naja, abgesehen von Filtern für Snapchat und Instagram oder sowas wie Pokémon Go. Dann gab es auch die Microsoft HoloLens, die in der Beziehung nie das halten konnte, was Microsoft versprochen hatte und sowieso eigentlich auch nur für Businesskunden gedacht war. Naja, und jetzt gibt's die Quest 3. Und die macht rein von ihren technischen Fähigkeiten und wegen der Tatsache, dass sie eine Brille ist, in der Hinsicht zumindest schon mal mehr Sinn als alle Versuche, die es bisher gab. Mixed Reality heißt, ihr seht eure Umgebung und dazu noch virtuelles Zeugs. Dafür sorgen die beiden RGB-Kameras an der Brille. Die filmen eure Umgebung und übertragen das Bild dann auf das Display im Innern. Die Sicht ist dabei nicht perfekt scharf, das liegt aber nicht am Display, sondern an den Kameras, die eben nicht mehr können und noch dazu auch bei schwachem Licht wirklich kein allzu gutes Bild liefern. Aber es geht. Es ist für viele Anwendungen auf jeden Fall erstmal gut genug. Das Problem ist eher, es gibt einfach noch nicht so viele Anwendungen.
Meta liefert zum Glück ein paar mit, die ihr euch kostenlos aus dem Store herunterladen könnt. Ich habe zum Beispiel First Encounter gespielt. Dabei wird euer ganzer Raum von der Brille eingescannt und es brechen dann süße, knuddelige Aliens durch die Wände, die ihr einfangen müsst. Stück für Stück fällt dabei euer Zimmer um euch herum zusammen und ihr seht, dass ihr euch eigentlich auf einem fremden Planeten befindet. Das ist technisch total beeindruckend, wenn man es zum ersten Mal sieht, aber das ist auch nach 5 Minuten vorbei und damit eigentlich eher sowas wie eine Tech-Demo. Und es trifft auf fast alle Mixed-Reality-Anwendungen zu, die es für die Quest 3 zum Launch gibt. Das Thema steht noch komplett in den Startlöchern, eigentlich so wie VR vor 7 Jahren damals. Und es muss sich zeigen, ob da mehr draus wird. Ob Entwickler und Entwicklerinnen gute Ideen und die Leute überhaupt Bock darauf haben. Die Technik ist jetzt zum ersten Mal gut genug, dass das klappen könnte. Ebenfalls ein neuer Use Case, den Meta mit der Quest 3 konzipiert, ist der, die Brille quasi als Monitorersatz zu nutzen. Anstatt auf ein 15-Zoll Laptop-Display oder 2 24-Zoll Computermonitore könnt ihr mit der Quest auf gigantischen, leinwandgroßen virtuellen Screens arbeiten. Mit Apps wie Horizon Workrooms werden die Bildschirme eurer Computer direkt auf das Headset gestreamt und ja, ihr könnt damit arbeiten. In Mixed Reality natürlich, aber auch in komplett virtuellen Umgebungen. Mit der Quest 3 macht das für bestimmte Anwendungen zum ersten Mal Sinn, weil das Display dafür gut genug ist und man nicht vor einem matschigen Interface sitzt. Was wir aber nicht sagen können, ist, ob das tatsächlich die Zukunft ist. Im Moment sind die meisten Office-Anwendungen für VR und Mixed Reality noch im Beta-Status und nicht perfekt. Und generell stellt sich natürlich die Frage, ob man dauerhaft mit so einem Ding im Gesicht arbeiten will, dessen Akku auch noch 2 bis 3 Stunden zur Neige geht. Aber rein technisch zeigt sich jetzt, dass es geht. Das Video ist schon ziemlich lang, also fasse ich mich jetzt beim Fazit mal kurz. Mit der Quest 3 hat Meta das Thema VR vorerst durchgespielt. Das ist das kompletteste Headset, das ihr bekommen könnt. Vollautonom, macht ein fantastisches Bild, bietet massenhaft Content, ist trotzdem PC-kompatibel und das komplett ohne Kabel. Vor allem in Kombination mit dem Preis ist sie aktuell unschlagbar. Und die Quest 3 fühlt sich gegenüber der immer noch sehr guten Quest 2 an, wie ein echter Generationssprung, also etwas, wovon wir bei Smartphones oder Laptops nur noch träumen können. Im Bereich Mixed Reality eröffnet Meta mit der Quest 3 das Spiel. Das ist das erste Gerät, was in dem Bereich auf Consumer-Ebene sowas wie Potenzial zumindest erahnen lässt. Aber ob das irgendwo hinführt, und wie weit? Das müssen wir jetzt erst noch herausfinden. Von uns gibt es eine dicke Empfehlung an dieser Stelle für alle Leute, die was mit VR anfangen können. Und natürlich auch für diejenigen, die einfach mal in Mixed Reality reinschnuppern wollen. Wenn euch das Ganze für 550 Euro zu teuer ist, dann schaut mal in ein anderes Video von uns, ob sich vielleicht die günstigere Quest 2 für euch lohnt. Oder die Pico 4, die auch ein sehr, sehr tolles Display hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder.